Viele sind sogenannte, du kennst den Begriff ja, Pflegestellenversager. Und jetzt, 2,5 Jahre später, sage ich, hat sich alles gelohnt. Ne? Da weiß ich nicht, ob sie gecheckt hat, okay, Leute, hier bleibe ich und ich tue jetzt alles dafür, dass ihr auch nicht Nein sagen könnt. Was alle am Anfang sagen, Liebe und Geduld, sage ich nach 2,5 Jahren halt auch einfach. Ab dem Ja zu dem Tier gibt es keinen Weg zurück so. Der ein oder andere wird diese Stimme bereits erkannt haben. Ich durfte meinen heutigen Gast in den letzten 2 Jahren bei den Dreharbeiten zu Top Dog kennenlernen. Ein wahnsinnig cooler Typ mit dem Herzen am rechten Fleck. Heute ist er hier im Podcast und so viel sei schon einmal vorweg gesagt. Diese Folge ist eine Liebeserklärung an seine Hündin Suki. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen, Jan Köppen. Na? Cool, Jan. Vielen Dank für deine Zeit. Heute, weil man alles andere über dich eh schon im Internet findet, man muss einfach nur deinen Namen eingeben und kommt zu allen Informationen, außer zu dem Hunde-Jan. Ja. Und deswegen soll es heute um den Hunde-Jan gehen. Das ist schön. Das freut mich auch, weil es auch einfach ein Thema ist. Also über sich selber reden ist ja immer so ein bisschen befremdlich. Aber dann über das Tier zu reden oder den Hund oder hier unsere Hündin, die liegt hier auch neben mir gerade, das ist natürlich irgendwie anders, nochmal anders aufgeladen. Und du kennst das ja aus deiner täglichen Arbeit. Ja, komplett. Total cool. Nimm unsere Zuhörer mit. Neben dir liegt Suki. Seit wann begleitet Suki dich in deinem Leben? Suki ist bei uns seit April 2021. Also Ostern 2021 ist sie zu uns gestoßen. Und wir sind sogenannte, du kennst den Begriff ja, Pflegestellenversager. und hatten uns ein bisschen naiv gemeldet, haben gesagt, ja, wir machen Pflegestelle, super, über den wunderbaren Verein Cat Dog e.V. in Berlin. Und wir waren also sehr, sehr viele Jahre, weil, also ich bin jetzt nicht der größte Freund von Hund in Großstadt so, ne, und in Wohnungen und was auch immer. Deswegen, sonst wäre das vielleicht auch schon früher passiert, dass wir gesagt hätten, Hund, ja, ist doch irgendwie was Schönes. Aber da sollte es dann eben so sein, dass wir über unsere Nachbarn diesen Verein kennengelernt haben, die hatten öfter Pflegestelle gemacht und dann haben wir gesagt, das machen wir auch mal, wenn es irgendwie passt. Würde gerne machen und dann war Ostern und dann war das tatsächlich, da können wir nachher auch wahrscheinlich gerne ausführlicher drüber reden, war es tatsächlich so, dass Leute sich gedacht haben, ja, wir wollen den Hund, wir wollen die Suki haben und dann ist denen aufgefallen, dass ja Ostern ist und dann haben wir gesagt, Nein. Wir wollen die doch nicht haben. Ja. Nein. Doch. Also einmal alle Klischees bedient. Ja, aber komplett. Ne? Also es ist natürlich jetzt, ich bin da immer, wenn ich diese Geschichten höre, da packe ich mir dauerhaft an den Kopf. Das war natürlich trotzdem auf der anderen Seite in diesem Fall unser Glück. Ne? Das ist der schöne Ausgang, weil wir haben sie genommen und ich habe, glaube ich, am ersten Abend noch gesagt, nee, komm, die behalten wir. und das war, also das war dann irgendwie der schöne Teil daran, aber trotzdem siehst du wieder, wie die Menschen mit Tierchen umgehen und vor allem dann mit so einem Straßentierchen. Und so kam sie damals zu uns vor knapp 2,5 Jahren. Ist jetzt mittlerweile 8,5, also wird im Dezember 9, wir wissen es nicht wirklich, ne? Also die Hoffnung sagt, sie wird erst 4, der Arzt sagt, ja, haut schon hin, also so ist das eben bei Straßenhündchen mit den Wehwehchen, sie muss gerade Diät machen, weil sie immer noch ein bisschen zu viel auf Knochen hat, also sie snackt, so wie ich gerne snacken würde, also ich glaube, ich bediene wirklich jedes Klischee, was es nur gibt. Aber ja, innerhalb dieser 2,5 Jahre ist viel mit ihr passiert, auch mit uns und viel Anstrengung und Arbeit und du weißt nie, was für ein Paket du halt kriegst, wenn du so einen Straßenhund nimmst und da waren wir auf jeden Fall, würde ich sagen, ein bisschen naiv auf einer Ebene. Würdest du rückblickend sagen, dass das bisschen naiv geholfen hat, weil man so ein bisschen ohne diese ganzen Vorerfahrungen und Gedanken daran gegangen ist? Ich glaube, ja, das Naiv hat geholfen, aber auch das Durchhalten wollen hat geholfen. Weil ne, ich glaube, es gibt viele Menschen, das hört man ja immer öfter, sind wir wieder bei diesem Thema, wie mit diesen Hunden auch in Corona, Leute, die sich einen Hund zugelegt haben, umgegangen wurde, weil dann gesagt wurde, ja, ist doch ganz schön anstrengend, den gebe ich jetzt einfach wieder zurück. Und ich würde behaupten, Suki war, die hat uns auf jeden Fall vor Herausforderungen gestellt. Aber in dem Moment, wo ich da Ja gesagt habe zu dem Tier, ne, das hatten wir auch schon mal bei Top Dog als Thema, ist klar,
es kommt nicht in Frage, dass dieser Hund zurückgegeben wird. Außer der Hund leidet irgendwie. Also über den Gedanken, also, ne, von der Sicht kann man vielleicht mal drauf gucken, dass man sagt, der Hund, dem geht es nicht gut, aber alles, was mit Anstrengung für den Menschen zu tun hat, da sage ich, nö, haben wir so ausgesucht, da gehen wir jetzt alle zusammen durch. Und jetzt, 2,5 Jahre später, sage ich, hat sich alles gelohnt. Ne? Die legt sich mittlerweile in irgendein Café direkt in die Tür und Leute dürfen so in Teilen über sie steigen. Und vor 2,5 Jahren, nur dass man es mal gehört hat, so als Referenz, die ist. Also die erste Woche war, ich weiß nicht, ob das so ihre Street Smartness war, ne? Die erste Woche war relativ relaxed, sie war mit uns cool, beim Spazierengehen auch eigentlich easy. Und war auch jetzt nicht so der Klischee-Straßenhund, weil man ja immer hört, ja, das Tier könnte sehr ängstlich sein, vielleicht hängt das halt 5 Wochen unterm Bett, hat Angst, isst wenig, macht viel in die Bude. Also es kann ja alles passieren, aber Suki war. Die hat gefuttert, die war stubenrein, ne? Die war halt, wir wussten von ihr, dass die schon mal Mama war, also die hatte Welpen auch schon und die hat schon einiges durch und die lag am ersten Abend bei mir auf dem Sofa im Arm. Also so wirklich, da weiß ich nicht, ob sie gecheckt hat, okay, Leute, hier bleibe ich und ich tue jetzt alles dafür, dass ihr auch nicht Nein sagen könnt. Und dann ging es so nach einer Woche los, dann waren wir mit ihr spazieren halt, ne, unsere Runden da im Block und wir haben damals noch im Prenzlauer Berg gelebt. Kinderreiche Ecke, viele Kids auf Fahrrädern, auf Skateboards, auf Tretrollern, Jogger, Fahrradfahrer, laute Müllautos. Und die ist wirklich ungelogen, ich würde sagen, auf alles drauf. Also alles, was schnell an ihr vorbei, noch natürlich überraschend auch schnell an ihr vorbei, aber egal von wo und manchmal auch aus dem Nichts, wirklich auch mit einer gewissen Aggressivität. Ne? Also bleibt mir vom Leib. Auffällig vor allem so Müllmänner und Leute in Baukleidung, weil ne, nur Mutmaßung, dass die halt überall verscheucht wurde und wenn sie unter einer Mülltonne liegt und dann kommt halt der Müllmann in Rumänien und tritt sie weg, scheucht sie weg, was auch immer. Füße waren immer schwierig. Und das war, puh, also das war wirklich, das war anstrengend. Ich bin immer schweißgebadet mit der spazieren gegangen. Das war wirklich Aber krass. dran geblieben. Ja, also ne, erst war ich so, ja, wird es schon wieder legen, so ein bisschen, ne, Klassiker, ja, 2 Wochen, dann funktioniert das. Beziehungsweise funktionieren ist ja auch immer so eine Sache, ne? Du lachst, weil du kennst diese Geschichten. Und dann haben wir uns, als allererstes hatten wir ne, wie so ist, eine Be Bekannte, die kannte eine Trainerin, bei der waren wir dann einmal und dann sind wir mit der 2 Runden gegangen und dann war die so, ja, nee, die ist kein Angsthund auf jeden Fall, die ist eher so territorial, weil auch wahrscheinlich irgendwie, weiß ich, ein bisschen Terrier drin, hat auch einen Jagdtrieb, eine Mutmaßung, aber die ist sehr, ich sag mal, auf einer Ebene, wo ich auch eher Freund von bin, so mit sanft und beruhigend mit ihr umgegangen, ne? So an der Ampel stehen, geh zu ihr runter, nimm sie an die Seite, so dieses Ding, aber das hat leider gar nicht funktioniert. Vielleicht waren wir auch ein bisschen zu ungeduldig, aber das hat nicht funktioniert. Dann waren wir bei einer anderen Trainerin, die war so ein bisschen rigoroser, sag ich mal. Ich weiß nicht, was du von dieser Methode hältst, kann man ja mal offen drüber reden. Das war dieses, ne, du musst ja irgendein Signal haben, was den Hund rausholt, so. Und das hatte Suki halt gar nicht, ne? Und wir hatten sie damals auch noch lustigerweise am Geschirr, auch darüber kann man ja reden. So der Klassiker Straßenhund, ja, sicher, da haut er den nicht ab, ne? Das ist ein Sicherheitsgeschirr, so. Und die hat das gemacht mit einer Flasche mit Geld und Münzen oder irgendwas drin, ne? Und dann, sobald Suki den, ja, mit so den Anreiz hatte zu sagen, ich gehe jetzt auf was drauf, schmeißt du die Flasche neben sie, dass die rausgeholt wird und verbindest das mit dem Signal. Also bei uns war es jetzt, oder ist es auch noch, das merkt man auch, dass das schon durch nur 2, 3 Mal drin geblieben ist, so ein Stopp, ne? Das hat ein bisschen was gebracht. Und dann haben wir durch Top Dog damals, in der ersten Staffel, Dirk kennengelernt. Den kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? Und der ist natürlich, ich würde, rigoroser ist vielleicht hart, aber der hat mit Leine gearbeitet einfach, ne, mit der, was ist eine Red Reaver Leine, wie nennt man die sich, genau, Genauso. ne, mit relativ klarem Signal und mit dem Zug, dem ganz kurzen, knappen Zug, verbunden mit halt Nein und Aus, je nachdem, was du willst. Wir waren 1 Stunde bei dem, Suki war ein anderer Hund. Das war so verrückt und allein seitdem, ne, ich bin mit dem zur zweiten Stunde, haben wir die frei laufen lassen. Und also das war, habe ich jetzt ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil das so, ich kann die doch nicht, hä, und doch, die kommt zurück, ich habe die nicht gesehen, die ist da irgendwo auf einer Wiese lang und hinten am Bach und, also nee, die kommt wieder.
Ja, und dann das schönste Gefühl, wenn die dann da Kann ich Angespräche dir kommen. kurz sagen, so sagen wir Trainer auch manchmal häufig, damit wir selber noch dran glauben, dann, weißt Ja, ich habe das, also das ist natürlich analysiert auch. Ja, kommt wieder. Und dann achtet man natürlich viel mehr auf das Verhalten des Trainers. Wie ist der jetzt unterwegs? Und das war so ein bisschen die Genese. Und ich hätte aber jetzt, also ne, das, was alle am Anfang sagen, Liebe und Geduld, sage ich nach 2,5 Jahren halt auch einfach. Also es ist, irgendwann merkst du so, ach krass, guck mal, ein Jahr später, das und das und das macht sie nicht mehr. Da fühlt sie sich wohl. Jetzt 2,5 Jahre später sage ich, ach krass, guck mal, das und das und das macht sie nicht mehr. Du merkst, es gibt immer noch mal so Triggerpunkte. Da wird sie in irgendwas reingeholt. Das ist da, das kriegst du auch nicht raus aus dem Tier, ne? Aber die hat das so toll gemacht und deswegen ja, crazy Reise bis hierhin. Was hast du über dich gelernt, dadurch, dass sie da ist? Ja, am Ende geht es ja auch immer um uns. Was habe ich über mich gelernt? Ich glaube, was habe ich über mich gelernt? Dass ich vielleicht doch auch ungeduldiger bin, als ich dachte in so ein paar Momenten. Also ich glaube, ich bin schon ein relativ besonderer Typ und versuche oft ruhig zu bleiben und ne, irgendwie lass mich, glaube ich, von wenig so aus der Ruhe bringen und glaube aber auch immer so an das Positive und ich glaube, das hat bei ihr auch sehr geholfen, dieses, na klar wird das klappen, das muss klappen, das wird funktionieren, irgendwie geht's. Das haben Millionen vor mir auch schon hingekriegt, wir kriegen das auch hin so. Und ich glaube, mit Aufregung umzugehen, habe ich nochmal anders gelernt. Also Aufregung in Bezug auf sie, auch nicht draußen. Also mit was für einer Anspannung gehst du in den Spaziergang rein und wie sehr spiegelt der Hund natürlich auch dich so. Und das merke ich auch heute noch, wenn ich angespannt bin oder weiß ich nicht, dann doch mal beim Spaziergang, also wie die Verbindung zum Hund ist, ne? Wenn ich auf dem Handy rumdaddel und die wackelt dann neben mir her, dann ist das ein anderer Spaziergang natürlich. Und mittlerweile hat die sich auch angewöhnt, dass die sich wirklich straight hinsetzt, wenn die woanders hin will. Und ich vielleicht auch zu viel am Handy bin, denke ich immer, aber die gucken mich dann dumm an und sagt so, nö, jetzt gehe ich erstmal nicht weiter mit dir. Ich gehe nämlich jetzt hinten lang, würde ich gehen. Und dann weiß ich nicht, wie richtig das ist, denke ich so, ah ja, komm. Also die Kontrolle hat sie noch schon auf einer gewissen Ebene. Und vielleicht, dass es auch, also, ne, ich bin auch ein harmonischer Typ und manchmal musst du ja aber klare Signale haben, ne, und das ist ja auch Thema oft bei Top Dog gewesen zwischen uns schon, so die Kommunikation. Und da gibt es spezielle Kommunikation, aber sie ist halt ein Hund, da musst du schon manchmal relativ klar sein, sonst wird das nichts und ich bin halt einer, der sagt, ach komm, jetzt komm, ach so, jetzt komm, komm doch her, Mann, jetzt komm. So, dann mache ich eine Stunde lang und dann passiert nichts und dann ist schon alles verloren, deswegen so ein bisschen vielleicht die Geradlinigkeit manchmal. Wobei, wenn das jetzt Buschi hört, der lacht mich aus. Hat er schon seine Hundeschule aufgemacht? Weiß ich nicht. Also ich gehe davon aus, die Frage, die man jetzt stellen muss, ist, ist es jetzt schon ein Franchise? Das ist ja wichtig zu klären. Ach ja, ey, der Ah, Buschi. maximal verrückt. Und jetzt nie wieder ein Leben ohne Hund, Jan? Nie wieder, nee. Wobei, also es muss sagen, dass mich das mehr beschäftigt, als ich auch zugeben mag manchmal, dass schon krass ist, ne? Wenn man weiß, ein Tier wird nicht so lange da sein wie man selbst. Das ist ja keine klassische Familienkonstellation. Und da ertappe ich mich manchmal, wie ich dann so fast ein Tränchen verdrücke, dass ich denke, boah, scheiße, irgendwann kommt der Tag, da liegt die hier nicht mehr. Und, ne, das ist so krass, weil sie ist da und sie lebt und alles ist gut und sie ist gesund so. Aber das finde ich schon einen doofen Gedanken. Wir hatten früher als Familie einen Hund, die war so auch, ja, mein Ein und Alles, ne? Klar, die Eltern kümmern sich am Ende dann doch mehr als die Kinder, aber deswegen habe ich das einmal sozusagen ein bisschen durch, aber nicht in der Intensität. Ne? Jetzt bin ich ihr Partner in Crime und bin der, mit dem sie unterwegs ist, so und ne, das ist schon ein komischer Gedanke und sie ist halt auch schon 8, ne? Also ist jetzt nicht alt, alt, aber wir haben sie halt mit 6 bekommen, so und das ist schon krass. Aber am Ende geht es darum, dass sie halt ein tolles Leben hat und das hat sie und demnach ist das auch alles gut. Aber ja, nee, ohne kann ich es mir gerade nicht mehr vorstellen. Ja, ist schon krass, finde ich auch immer wieder, wie sehr man doch mit denen irgendwie verbunden ist, obwohl es kein Mensch ist. Aber trotzdem sind sie ja irgendwie dann doch wie ein Mensch. So, also man kann es gar nicht, oder ich kann es für mich gar nicht so genau beschreiben. Na, ich glaube, weil, also das ist so, ne, es gibt einmal dieses,
Bedingungslose, was da drin ist, so, was von Seiten des Tieres, ne, wir projizieren ja, glaube ich, auch einfach sehr viel rein, wo wahrscheinlich jetzt Tierpsychologen sagen, ja, tu man nicht so, aber ist halt doch so, ne, dass du so auf der einen Seite eine Projektionsfläche hast von etwas, was du dir immer gewünscht hast, so, würde ich mal behaupten, so, und dieses Bedingungslose, dass da jemand an deiner Seite ist, der dir zu 1000% vertraut und der dir auch ausgeliefert ist, ne? Das ist ja nicht wie bei einem Menschen so, das ist ja was anderes. Und ich glaube, das macht die Beziehung nochmal so speziell, dass da das Tier, und das ist ja auch oft eben dann wiederum das Schicksal, die sind ausgeliefert und werden dann auch manchmal dementsprechend in die falsche Richtung behandelt. Und ich glaube, diese Bedingungslosigkeit und dieses Ausgeliefertsein, das führt eben zu dieser sehr speziellen Beziehung. Und ja, liegst du nur mit der auf dem Sofa und bist so, ja, alles gut. Lass uns mal, weil du es jetzt sagst, mit diesem ausgeliefert, lass uns mal kurz zurückspulen. Du sagst, da hatte sich schon mal jemand für sie interessiert und hat dann festgestellt, dass Urlaub mit Hund irgendwie suboptimal ist. Ich glaube, es war sogar, also das ist jetzt, weiß nicht, ob ich es komplett richtig wiedergebe. Es war wohl so, war wie gesagt, wir haben gesagt, wir machen mal Pflegestelle und dann war das vor Ostern damals. Und ich meine, eine Familie hätte sich, das geht ja manchmal bei diesen Organisationen, weil die vorher natürlich in Rumänien da in diesem Tierheim schon war und deswegen wusste man schon, wie die so ungefähr ticken könnte. Ne? Ob das am Ende ist, weiß ja nie. Ne? Umfeld zeigt den Hund dann ja, war ja bei uns dann auch so nochmal anders. Und diese Familie hatte sich anhand dieser Beschreibung und der Bilder anscheinend schon für sie entschieden, sozusagen als Adoption. Und dann haben die aber kurz vor Ostern gemerkt, ach Mist, weil dieser Transporter kam an Ostern, ah nee, passt jetzt doch nicht so gut in unseren Plan, dass wir jetzt einen Hund bekommen. Und auf einmal war die Pflegestellenhund. Und also das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Da entscheidet man sich für ein Tier und sagt, wir wollen ein Tier zu uns holen. Und dann fällt einem auf, keine Ahnung, noch übertriebener gesagt, dass man Mittagessen hat, deswegen kann man den Hund jetzt nicht nehmen. Ich bin trotzdem natürlich heilfroh, dass sie es in dem Moment entschieden haben, nämlich davor, und nicht nach 3 Wochen und merken, ah, der Hund läuft nicht an der Leine oder was auch immer. Weil das sind die ganzen Geschichten, die kriege ich halt hautnah jetzt da bei CatDog e.V., ne, mit. Es gibt viele, viele andere Vereine, die das wahrscheinlich ähnlich berichten können. Und CatDog e.V., die auch teilweise Geld hier von unserem Top Dog Sieger Ja. bekommen haben oder auch von anderen Teilnehmern, Teilnehmerinnen bei Top Dog, die hören jetzt gerade erstmal auf mit Vermittlung, weil die Nein. einfach, ja, weil die einfach, die haben Geschichten. Ich falle da jedes Mal vom Glauben ab, wenn Leute, ich weiß nicht, was das alles war, wenn Leute halt nach, weiß nicht, einer Woche sagen, der Hund läuft nicht am Fahrrad mit, der Hund macht nicht das, was ich will, der weiß ich nicht. Also eine Erwartungshaltung an das Tier, was man aus dem Tierschutz holt, wo du denkst, kann doch nicht sein. Und eine Geschichte war, da hatten sie, glaube ich, weiß nicht wie viele Vorgespräche mit einer Frau zu dieser Hündin. Ganz viele Vorgespräche, auch Gassi-Runden, also die machen das schon verantwortungsbewusst. Und dann ist der Hund zu dieser Frau, die Frau hat auch eine Katze, alles gut gegangen. Aber nach einer Woche hat die Frau dann gesagt, nee, ein Hund passt auch nicht in mein Leben. Es ist, Ey. also da blickst du in so menschliche Abgründe und denkst, was ist denn mit euch los? Ist das jetzt, also, das ist doch kein Ding. Das ist doch nicht, also es ist irre. Und da, auch da, es lag nicht am Hund. Der Hund hat sich da anscheinend die Woche lang super angestellt, hat sich mit der Katze vertragen. Und deswegen hat der Verein gesagt, die können das gerade nicht mehr, weil die ja so viel Scheiße mitkriegen oder auch beschimpft werden. Haben zum Beispiel einen Fall, den kann man auch noch erzählen. Da war wohl eine Dame, die hat, die mal Vorkontrollen, dann waren sie bei denen zu Hause, bei der Dame. Und da hat wohl eine Katze in einem Raum eher miserabel gehaust, ne? So mit, es roch und so. Und haben die natürlich gesagt, nee, wir geben ihnen keinen Hund. Und dann haben die wohl irgendwelche Hasstiraden per E-Mail bekommen. Und dann also fragst du mich, was ist mit den Menschen los so? Wir haben Und zwei kleine Kätzchen gerettet, in Anführungsstrichen. Die haben irgendwie in der dritten Etage im Badezimmer gewohnt, weil da waren Fliesen, da konnten sie nichts kaputt machen. Wo du denkst, ey, dein Ernst? Also, meinst du ja. nicht ernst? Doch, ist dann ernst. Aber also da denke ich, was ist mit den Leuten wirklich schiefgelaufen? Und also das mal da hast du einfach nur Witze, also ne, ich bin kein Freund von irgendwelcher Art von Gewalt, aber irgendwie ist das Gefühl, wenn ich die mal treffe, dann will ich schon in meinen Verhältnissen wahrscheinlich relativ laut werden, weil
Das machst du halt nicht. Vor allem nicht mit solchen, also das machst du mit keinem Tier, aber gerade mit solchen Schicksalstierchen, die wer weiß, was durchhaben, ne? Ja. Und das ist umso schlimmer, dass du dann von so einem Verein hörst, dass sie das jetzt erstmal lassen, ne? Weil es die Krass. Also bin ich Auffrist. ehrlich, da war ich gerade richtig geschockt. Also ich habe von vielen Organisationen jetzt gehört, dass es gerade schlecht läuft, weil die alle überlaufen sind und, und. Aber dass jemand nicht mehr vermittelt. Boah. Ja, wir machen jetzt erstmal Stopp, weil wir können es mental einfach nicht mehr, ne? Die zwei Studenten in Berlin, die einfach, ne, haben so einen Hof auch außerhalb von Berlin und also, ne, der war dann auch eine Zeit lang einfach so Rücklaufstelle, wo dann immer die ganzen Tiere waren. So, du kennst das ja auch, bei dir hast du ja auch schon mal erzählt, werden auch gerne mal einfach irgendwie Tiere gefühlt abgegeben, weil du bist ja der mit den Tieren so. Genau. Und das hat ihn natürlich dann auch irgendwann, weil das nicht der Plan war, auch belastet und dann hat er vor allem wohl eben diese Geschichten von dem Umgang mit denen als Verein und dem Umgang mit Tieren. Und also ich schüttel da wirklich nur noch mit dem Kopf und bin dann fassungslos, aber am Ende guckt man ja auch dann manchmal auf die Menschheit und eigentlich darf es einen dann fast schon nicht mehr fassungslos Ja. machen, bei all den anderen Geschichten, die man so hört, und denkst, ja, okay, der Mensch ist halt doch einfach vielleicht ziemlich dumm. Ja. Und das äußert sich dann leider in solchen Sachen auf dem Rücken der Tiere. Was glaubst du, könnten wir als die Menschen, die Hunde oder Tiere halt irgendwie mögen, Positives dafür tun, damit es besser wird? Also ich glaube, immer schon auch dafür werben, dass eine Auseinandersetzung wichtig ist. Also ich würde jetzt auch sagen, ich würde mir selber sagen, da habe ich das Glück, dass wir so unterwegs sind, wie wir das waren mit Suki, weil wir einfach daran geglaubt haben, weil wir das wollten, weil wir wussten, da gibt es, ne, da gibt's kein, ab dem Ja zu dem Tier gibt es keinen Weg zurück so. Aber trotzdem glaube ich, Leuten nochmal ans Herz zu legen, sich nochmal mehr auseinanderzusetzen mit dem Thema Straßenhund, ne, vielleicht auch für sich dann doch zu entscheiden. Zu riskant auf einer Ebene, weil du ist ein Überraschungspaket, da kann man nichts schönreden. Ne? Das sind Tiere, die haben einiges durch, du weißt nie, wie viel. Die können, weiß nicht, 10 Wochen in einem Tierheim in Rumänien super gewesen sein und kommen die in eine Umgebung, die sie nicht kennen. You never know, so, das muss man wissen. So. Das glaube ich, das sollten vielleicht Leute immer vielleicht dreimal mehr durchdenken, ne? Würde ich mir rückblickend auch sagen. Ich bin trotzdem wiederum froh, dass ich es nicht gemacht habe. Weil sonst hätten wir sie vielleicht nicht genommen. Du siehst es, ja, schönste Geschenk so. Das vielleicht schon. Ne? Ich bin eher immer für Straßenhunde adoptieren und nicht irgendwie extreme Züchtung, außer du brauchst das für, weiß nicht, beruflich oder Sport oder was auch immer. Da kannst du ein bisschen mehr beurteilen, ab wann eine Züchtung vielleicht nicht mehr sinnvoll ist. Ne? Ich glaube, so Qualzüchtung, da müssen wir gar nichts zu sagen. Das finde ich einfach abscheulich. Wenn das Tier so durch Menschenhand verformt wird, wo du denkst, Leute, was soll das? Also spielt doch mal bitte nicht Gott. Und dass das so viele dann aber trotzdem auch nicht sehen, ne? Also so, auch manchmal habe ich das Gefühl, Menschen, die eigentlich ethisch komplett okay sind und ethisch gut unterwegs, wo du sagst, ihr habt doch eigentlich einen ganz guten Kompass und Horizont. Und jetzt habt ihr da ein Tier ohne Nase? Du hörst doch, wie das röchelt, dem geht's nicht gut. So, wo ich denke, hä? Also das verstehe ich dann nicht. Das ist so, das ist so das. Aber ja, ich glaube, offen kommunizieren über den Umgang mit dem Tier und auch ne, sagen, wie viel einerseits Arbeit, aber eben auch, wie schön das ist, wenn man sich dann zusammenfindet, so als Gemeinschaft, Rudel, Paarung, was auch immer. Und ja, und ich hoffe. Ich glaube, den Leuten, die so unterwegs sind, wie die Beispiele, die ich gerade genannt habe, denen kannst du halt nicht helfen, ne? Die sollen sich bitte, dem, die musst du eigentlich, dem musst du verbieten, dass sie ein Tier kriegen. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Regularien geben könnte, aber ich glaube, den Verein, du sagst es ja, sind die, also, die sind so überlaufen, die haben so viel Arbeit, meist immer ehrenamtlich, ne? Angewiesen auf Spenden, auf Hilfen. Die können diese Arbeit meistens einfach gar nicht leisten, dass die machen Vorkontrollen, die geben wirklich, glaube ich, zum Großteil alles, dass es funktioniert. Aber ne, die trifft da, würde ich sagen, am wenigsten Schuld, weil, keine Ahnung, kannst den Menschen auch nur ein bisschen vor den Kopf gucken, ne? Oder in die Wohnung. Ja, jetzt pass auf, monstermäßige Überleitung. Komm, Richtig, ich richtig schon gut gebaut voll. jetzt. Pass auf. Wie hat das Ding, dass du einen eigenen Hund hast, dein Bewusstsein für die Show von Staffel 1 auf 2 verändert? Oh. Ich glaube,
Na, also es war lustig, weil im ersten Jahr war es so, ich glaube, es war sogar so, es war sogar fast ein bisschen andersrum. Also gut, im ersten Jahr wussten wir nicht, was auf uns zukommt, ne? Und das erste Jahr war noch so ein bisschen, alle haben so Erfahrung gesammelt. Wie ist das überhaupt, eine Show mit Tieren zu machen? Die Auflagen sind hoch, das ist auch richtig so. Und wie ist das überhaupt, eine Show mit Hunden zu machen, ne? Und das war so ein bisschen so ein Testballon. Und dann hat er ja super, in Anführungszeichen, funktioniert. Und ich bin das erste Jahr, das war ich noch, im ersten Jahr bin ich ins Studio gegangen mit Suki, als wir die halt einfach wirklich, glaube ich, gerade 3 Monate hatten oder zwei, ich weiß es nicht. Die hat jeden, natürlich, es war richtig dumm, noch mit dem Geschirr, die hat jeden schwarz angezogenen Kameramann in diesem scheiß Studiolicht, klar, hat die einfach erstmal angeplafft, jeder, der auf die zukam. Dirk kam direkt an, hat Kopf geschüttelt und hat gesagt, ey Leute, der Hund und das Geschirr nicht, nicht das Ding, ah. Und dann bist du natürlich erstmal so, also wirst du ja auch bestätigen können, wobei ich bei dir fast sage, du bist eher so eine Ausnahme. Es gibt ja Hundetrainer und Trainer, die strahlen aus, dass sie Trainer sind. So, Dirk ist dieser Typ Trainer, so, ne? So ein bisschen wie Buschi. Er kommt rein und sagt dir auch ungefragt erstmal, was alles nicht so läuft und sagt erstmal, wie das so zu, und ich bin dann eher allergisch dagegen, weil ich so sage, oh, nee, ich will mit dir jetzt nicht reden, weil das ist mir schon zu drüber. Das ist eine Grenzüberschreitung. Rückwirkend hatte er natürlich recht, so mit dem, was er da sagt. Der kann das schon, ne? Der weiß das und der, ne? Und das war aber einfach so dumm, dass ich die ja mit ins Studio genommen habe, direkt. Und danach sehe ich aber halt einfach Hunde, die so sind. Ne? 4 Sendungen, glaube ich, lang oder 5 Sendungen lang. Die erste Staffel weiß ich gar nicht mehr. Und das war natürlich faszinierend, ne? Was geht und was möglich ist. Und auch mit Geschichten teilweise, die der von Suki gar nicht so unähnlich sind. Und das fand ich dann so schön zu sehen. Und das hat natürlich vielleicht auch nochmal ein bisschen was bei mir und bei uns ausgelöst, wo es hingehen kann. Also ich schicke die jetzt nicht durch den Parcours. Wobei, vorgestern ist sie im vollen Spaß über so einen Baumstamm gehüpft und war richtig so quietschfidel. Da denke ich so, komm, auf die alte Dame, die alte Tante, nicht alte Dame, die alte Tante, die vielleicht doch nochmal über die Hürden schicken, damit Pebbles Puschmann doch nochmal ein bisschen Konkurrenz bekommt. Und dann habe ich das habe ich ja vorhin schon gesagt, über diese Zeit jetzt der 3 Staffeln, die wir schon haben, gesehen, wie unterschiedlich dann doch auch eine Kommunikation mit dem Hund sein kann. Ne? Das finde ich sehr, sehr faszinierend. Also gibt es welche, die reden mit denen, als sei das halt der Kollege. Funktioniert manchmal oder relativ oft. Keine Ahnung hier, also unser Ninja, der Sieger mit Dominik. Die haben ja, weiß nicht, das kannst du ja mal einordnen, die haben ja eine ganz spezielle Kommunikation, oder? Ja, super spannend. Also er war vor, ich glaube, 1,5 Jahren hier im Podcast und hat erzählt, dass er mit Ninja den ganzen Tag ganz viel redet und bewusst darauf achtet, ganz viele verschiedene Wörter zu benutzen, weil er glaubt oder er hat es übernommen, wenn Leute oder Menschen eine Fremdsprache lernen, macht es Sinn, den Klang der Sprache kennenzulernen und die Struktur der Sprache. Und das lernst du natürlich, wenn du viele verschiedene Wörter hörst. Und so hat er es auf den Hund dann bezogen und auf die Kommunikation mit dem Hund und hat gesagt, wenn ich ihm viele verschiedene Wörter beibringe, versteht er irgendwann die Struktur unserer menschlichen Sprache. Krass. Und ich Aber also, glaube, wir können es ihm nicht absprechen, weil es scheint irgendwie zu funktionieren. ja, auf jeden Fall. Ich habe letztens irgendwie bei ihm bei Instagram ein Video gesehen, wie Ninja für die Straße sensibilisiert ist. Wo er, glaube ich, mit ihm am Bürgersteig spielt und der Ball fliegt, also voll im Spielbetrieb, voll drin. Der Ball fliegt auf die Straße und der bleibt so angewurzelt, an der Ecke stehen. Und dann denkst du, Alter. Also das ist fast Magie, ne? Also die sind so ein crazy Duo und auch in der Kommunikation so beeindruckend. Ja, auch das hat man halt in der Show gesehen und ne, aber auch, wie gut die beiden auch sind mit dem Reinzählen, 3, 2, 1 oder Ninja-Fokus so. Also das ist so, so crazy zu sehen. Und dann aber auch die, die da halt reden, als kämen sie gerade vom Militär, ne? Wo du so merkst, ah, vielleicht ein bisschen zu viel Spannung drauf, so, funktioniert so, aber zuckt sogar Buschmann, der alte General, manchmal ein bisschen zusammen und sagst, ey, das ist aber ganz schön viel. Gibt es auch, aber ich glaube, das ist das, was ich so am verrücktesten finde und wie schön halt diese Paarungen auch sind, wie unterschiedlich sie sein können und sie funktionieren irgendwie alle doch zusammen so, ne? Ja, Und und ja. ich finde es so krass, wie ehrlich es einfach immer ist, weil in dem Moment, wo du mit deinem Tier da irgendwas machst, kannst du dich nicht mehr verstecken. Es funktioniert nicht. Nee, genau, du kannst nicht, und das ist ja auch schön, du siehst, also denen ist ja auch die Kamera dann egal, ne? Also es ist ja so. Die sind dann mit ihrem Tier und voll drin. Du bist dabei, ne? Du bist da wichtig von der Seite und
glaube ich, gibt es denen auch nochmal so eine kleine Sensibilisierung, weil sie ja manchmal auch zu sehr in so einem Tunnel sind, ne? So dieses, dass sie ihren Hund dann so ehrgeizmäßig dadurchpeitschen wollen. Aber ich glaube, das ist auch eine große Hilfe. Vielleicht finde ich so schön, dass es die Show gibt für Leute, die sich überlegen, den Hund zuzulegen und vielleicht auch zu viele Gedanken sich machen bezüglich der Kommunikation, ne? Weil man lernt das zusammen, man wächst dann zusammen und jeder lernt den anderen kennen und man muss wahrscheinlich einfach offen für das Tier sein und auch die Eigenarten des Tieres annehmen, akzeptieren, drauf eingehen, ne? Also, wie gesagt, es gibt Sachen bei Suki, klar, hat auch mit dem Alter zu tun, die werde ich nicht mehr ändern. Also, da habe ich auch, das bringt mir nichts, das bringt ihr nichts so, ne? Also, ihr soll nicht jeden Tag zum Metzger rennen und wissen, da gibt es Hähnchen und sich immer aus dem Staub machen. Also, so machen wir es lieber nicht, aber ne, das ist so, glaube ich, das, was ich so ein bisschen auch daraus mitnehme, zu wissen, oder auch zu lernen, ich glaube, Hunde können auch noch ganz viel lernen in einem, wahrscheinlich musst du mich berichtigen, in einem gewissen Alter so, aber ne, sie auch vielleicht, oder sich zusammen in so einer Zone zu finden, die für beide gut ist, so. Ne, also den Hund nicht zu überfordern und sich selbst vielleicht auch nicht zu überfordern und eine große Erwartungshaltung zu haben. Und jetzt auch nicht von Top Dog ableiten, dass jeder Hund das können muss, zum Beispiel, weil das ist schon, wenn man einen eigenen Hund hat, schon beachtlich, was die da alle leisten. Wusstest du vor dieser Sendung, dass mit Hunden sowas möglich ist? In der Form nicht. Also ich wusste, dass es Hundesport gibt. Ich habe immer mal wieder, es wird einem ja dann doch ausgespielt, wenn man sich auch für Tiere und Hunde interessiert. Bei Instagram, der Algorithmus kennt einen ja leider besser als man sich selbst. So die ganzen, so ein bisschen Hundesport, Agility-Wettkämpfe, wo dann irgendwie, keine Ahnung, ein Video wahrscheinlich viral geht, der schnellste Hund der Welt, so. Oder ich sage, alter Schwede, oder so Weitsprungwettbewerbe von Hunden, so im Pool. Ich wusste, dass es da was gibt, aber ich wusste nicht, in welcher Form man den Hund auch vorbereiten kann, trainieren kann. Und ne, es ist ja schon dann auch sehr unterschiedlich spezifisch. Also hast einmal Hürden, dann hast du irgend so einen, allein einen Hund durch ein Bällebad schicken. Ne? Klar, die kriegen vorher gesagt, was es ungefähr sein wird. Du kannst den Hund nochmal anders dafür vorbereiten und schulen, aber das machst du ja auch nicht einfach mal eben ganz schnell so. Und in der Form hätte ich es nicht gedacht. Also, das finde ich schon sehr, sehr, sehr faszinierend. Ist das denn so jetzt mittlerweile bei dir? Kommen bei dir jetzt auch mal Leute an, die sagen, hier ist mein Hund, der ist jetzt, ja, der kann was. Guck mal hier, mach mal tot, leg dich mal hin, mach mal Folgendes. Wie kriege ich den fit für einen Wettkampf? Gibt es das bei dir? Wobei du bist ja sehr im Hundesport einfach auch drin, ne? Ja, dadurch, dass Vielleicht also kenne meine ich das. tägliche Arbeit im Hundesport stattfindet, kommt das dann schon täglich vor. Okay, aber sagst du auch mal nein, geht nicht? Also nicht Ja. mit dem Dackel oder was auch Ja. immer? Ja, also ganz klar, in dem Moment, wo die körperlichen Voraussetzungen nicht passen oder wo ich halt wirklich merke, der Hund hat überhaupt keinen Spaß daran, egal wie du probierst, ihn zu motivieren. Und dann, ja, finde ich, ist es schon irgendwie so, dass du sagst, okay, und jetzt such halt was anderes, worauf der Hund auch Bock hat. Ja, genau, okay. Ja, und das, ne, kommt ja auch wieder zu dem, was ich eben schon gesagt habe, dieses so für sich was finden, was für beide irgendwie gut ist, so. Und ja, Glaubst du, das. dass das Zusammenleben mit Hunden nur das widerspiegelt, wie man ansonsten auch lebt? Ich glaube, der Hund, der kriegt schon, wie auch in der Sendung, ne, eine Person sehr, sehr, also, oder im wahrscheinlich in einem sehr, auf einer Ebene irgendwie in einem sehr rudimentären Kern vielleicht mit. So, weil es ist halt ein Tier und die Kommunikation mit dem Tier ist jetzt nicht so ausufernd. Erstmal, außer es ist Ninja und Dominik. Und ja, ich glaube schon. Ich glaube, es ist so, weil es eben auch so, da gibt es keinen. Also ich glaube nicht, dass, also es gibt da kein Denken, was denkt der jetzt über mich? Weißt du, so dieses, das ist so klar und so wahr und so ungefiltert, glaube ich, wie man mit dem Hund dann ist. So, und, ne? Man kann es auch ein Geheimnis erzählen, erzählt er keinem weiter. Kannst So. auch alles machen, wenn er mit im Raum ist. Erzählt er auch keinem Ja, weiter. genau. So. Also, das ist, glaube ich, ja, so eine andere Ebene an Vertrauen, vielleicht auch aufgrund der. Aber das, darum geht es ja dann auch am Ende, dieser Überlegenheit auf einer Ebene, ne? So, die aber in dem Fall dann wiederum was Positives in der Art der Kommunikation auslöst. Wenn man es, kann natürlich auch wahrscheinlich negativ auslösen, aber zu sagen, ne, da ist alles ungefiltert, darf der Hund mitkriegen. So. Also Oder mich. Herz über Kopf. Ja, bei mir auf jeden Fall. Also,
bin schon auch immer mit dem Kopf dabei. Und klar, so Spaziergänge und wenn es so zu Themen kommt, die halt, ne, wichtig sind und die man bearbeiten muss, dann muss irgendwann der Kopf dazu kommen. Aber da habe ich mich sehr lange schwer getan, dass der auch dazu kam, so, weil ich dann immer denke, naja, komm, einfach ein bisschen mehr streicheln und Liebe und Herz, Herz, so wird schon. Die Mischung macht's und trotzdem glaube ich immer noch bei mir auf jeden Fall immer mehr Herz. Also jetzt gerade ist er auf Diät, mir fällt es schwer. Ne? Guckt die mich dreimal mit ihren Äuglein an und dann, nee, drei Snacks am Tag, das muss reichen, diese kleinen Knochen, das, du kriegst nicht mehr so. Und ihr Essen, ihr normales, natürlich, aber auch da weniger. Weil ja, die muss halt einfach irgendwie, 2 Kilo wären gut. Und bei der Körper, bei dem Gewicht ist das schon prozentual ganz schön viel. Wenn ich das auf mich projiziere, denke ich so, Alter, wäre hart, wäre hart. Wo kommt das denn her, Jan, das Gewicht? Na, von mir natürlich. Achso. Also, wir sind, na, wir haben sie, also man kann über ihr Gewicht reden, ich kann ihre Schulterhöhe nicht sagen, so. Ich weiß nicht, ob sie ein Shorty wäre, ich glaube nicht. Wobei, doch, doch, was 40 hatten wir, 40 Zentimeter Schulterhöhe, ne? Können noch Ja. gerade so gehen. Und ja, ist halt so eine Mischung aus, was ist sie, Terrier, Border Collie meets Corgi, glaube ich. Und sie hat irgendwie, sie kam mit 14 Kilo, so, ja, schon ordentlich, ne? Wir hatten ja auch Border Collies um 9 Kilo, 10 Kilo dabei. Und dann denkst du so, ach du meine Güte. Also sie hat schon ordentlich was mitgebracht. Dann hatten wir sie, ne, und vor 2,5 Jahren war das, wurde schon gesagt, sie sollte mal abnehmen. Und dann war sie mal so, ich glaube, das Beste war so 13, 13,2. Dann hat sie sich aber so bei 13,5 eingependelt wieder. Und da war sie lange und irgendwann ist unsere jetzt im Rahmen des Umzugs, ist unsere Waage verschollen. Die, also ich habe halt immer das Essen, halt, haben wir immer abgewogen. Jedes ist natürlich auch vernünftig. Und ich glaube, da war ich immer ein bisschen zu gutmütig. So, ach ja, passt schon. Die 220 Gramm sind das locker, wahrscheinlich waren es 280 jedes Mal. Und das ist ein Unterschied so. Und dann, ja, haben wir jetzt festgestellt, dass sie irgendwie, ja, es war auch heiß und sie war aber auch so ein bisschen gefühlt öfter schlapp, schneller schlapp, so. Und klar, die ist in einem Alter und bei der Hitze muss man eh aufpassen mit den Tierchen. Und dann waren wir noch beim Arzt, weil wir so ein bisschen Zuckerangst hatten und so ein paar Sachen. Und dann meinte die, ja, nee, wäre schon gut, weil der Hund wird älter. Ne? 2 Kilo, der ist wieder bei 14, runter wäre schon wichtig. Ne, weil klar, jetzt kommt die in ein Alter, wo man sagt, okay, was könnte da sein? Zucker, dann so Pankreas-Sachen, ne, gibt es ja auch immer mal wieder. Und dann haben wir die Werte checken lassen und müssen einfach so ein bisschen achtsamer sein. Und am Ende ist es für uns alle gut. Weil, ey, bringt nichts, wenn ich dann nur, weil sie mich so anguckt, mich das dann natürlich beruhigt, aber am Ende uns allen nichts bringt. Deswegen, ja, damit die auch glücklich ist und ne. Mit 2 Kilo weniger bei der Masse, bei der Größe lebt sich es auch für sie dann wieder ein bisschen entspannter. Ich Mal gucken. vermute es auch. Daumen sind gedrückt für die Challenge. Ja, vielen Dank. Jetzt muss ich die noch angehen, die Challenge, ey. Also ist Aber ja. habe ich gesehen, du bist jetzt ja auch immer hier mit dem Rennrad und Joggen und so. Ja, so ein bisschen hat es jetzt wieder angefangen, dass ich es hingekriegt habe. Jetzt hat wieder so ein bisschen Erkältung reingekickt und jetzt habe ich irgendwie durch Arbeit wieder, das ist ja bei mir so alles zerpflückt immer. Also habe ich so Phasen, wo ich so Routinen halbwegs gut hinkriege. Ne? Also. Ich glaube auch wirklich, Suki, ne, hat mir über Corona und über diese ganze Zeit mit den Spaziergängen auch geholfen, dass ich da sozusagen nicht ganz so gemütlich geworden bin, ne, weil du musst mit dem Hund raus. Ich war auch, also ne, ich glaube, die Schrittanzahl wäre ohne Suki wahrscheinlich die Hälfte so. Und das ist schon auch krass und irgendwie cool und schön. Die Bewegung bleibt ja zumindest. Und sonst versuche ich gerade zumindest irgendwie wieder so eine Sportlichkeit und eine gewisse Routine da reinzukriegen. Aber das ist nicht immer so einfach, weil Zucker ist schon auch geil, ne? Sehr geil, sehr Ja. geil. Wie ist es denn, als Jan Köppen Gassi zu gehen? Wird man da oft angesprochen oder wird man da anders behandelt in deiner Wahrnehmung als Hundehalter, die unbekannt sind? Ach, es geht eigentlich. Ich nehme das gar nicht so sehr wahr. Es gibt immer mal wieder Leute, die einen dann ansprechen, aber gar nicht so oft habe ich so das Gefühl. Vielleicht, weil ich mich auch so selbst verstehe. Ich guck mal, also ich sehe, wie ich jetzt aussehe, so laufe ich halt auch rum. Also ich glaube erstmal so ein bisschen vom. Aber für alle, die uns gerade nicht sehen. Bombe, siehst du aus. Ja, es ist. Wie so ein Jan halt aussieht, Ja, sag ich ja genau. immer. Immer die Mütze rückwärts. Und dann mal gucken. Nee, und ich glaube es, also, ich habe da jetzt keine Attitüde, mit der ich spazieren gehe. Und ne, ich glaube, es gibt, hat schon immer auch alles mit Attitüde so zu tun. Wie man jetzt auch sagt, also ne, so dieses erkannt werden. Und ich würde behaupten, nee, es geht eigentlich. Es hat also,
Entweder einer kennt einen beim Spazierengehen oder nicht. Und dann hat man mal entweder einen entspannten Plausch, quatscht mal. Top Dog ist dann manchmal ein Thema. Hatte ich jetzt aber tatsächlich gar nicht mal mehr so lange, jetzt zumindest beim Gassi gehen, ne? Dass es immer mal wieder passiert und dass Leute einen angucken, weil sie irgendwie denken, irgendwoher kenne ich den doch. So. Und wenn sie dann Suki schon mal bei Instagram gesehen haben, dann ist es sozusagen der Beweis, dass ich es bin. Aber Erst ja. denken Sie natürlich immer, das ist der Dog Walker, Ja, der Suki genau. abgeholt hat, aber dann denken Sie sich, ah, guck mal, nee. Das ist er. Der geht mit seinem Hund noch selbst spazieren. Was? Ja. Was da immer, was glaube ich, damit einhergeht, ist immer eine absurde Erwartungshaltung, denke ich so. Wie? Der macht noch selber was an der Wand fest? Ja, also es ist so, dass, aber gut, das ist ist der andere Teil dieser Erwartung in der Branche oder beziehungsweise der Blick von außen, aber nö, ich glaube, ich gehe da eh relativ entspannt mit um. Wenn es so ist, dann ist so, ne? Also, bin da jetzt auch nicht also, ich glaube, wenn Buschi jemanden trifft mit Hund, dann wird er erstmal erzogen. Ich muss den Vergleich zum lieben Buschi immer wieder machen, aber du kennst ihn ja auch. Da wird Ey, an immer. der Stelle gehen Grüße einfach mal raus. Ja, und dann denke ich, unter Kollegen kann man sich auch mal grüßen. Ja, immer. Dann, Immer. also, er ist jetzt mehr mein Kollege in der neuen Branche. Ich denke, bei euch wird er aussteigen. Stimmt. Der hat schon große Pläne. Wobei Buschi ist schon, ne, also ich will ja keine Klischees aufmachen, aber er ist schon ein Typ Hundetrainer, ne? Du brauchst schon eine gewisse Autorität. Du musst schon den Leuten erstmal eine gewisse Sicherheit vermitteln, dass die auch dir erstmal vertrauen, ne? Und das macht er ja auf einer gewissen Ebene. So, und alles andere, das muss man dann erfahren, aber so vom grundlegenden Auftreten und so von der Art ist er schon einer, der da auf jeden Fall reinpassen würde. Und er hat ja ein gutes Gespür, du hast ihn ja auch mitbekommen, ne? Also, so, das wäre schon irgendwie interessant, wenn er da mal sich irgendwie noch mehr reinwagt, aber ich glaube, das ist natürlich auch immer mit den Phasen begründet, in denen er unterwegs ist, ne? Also, wenn er morgen eine Show mit Flugzeugen macht, dann ist er in 3 Wochen Pilot. So. Ah ja, einmal im Jahr ist Top Dog und in den 4 Wochen gönnen wir es ihm. Ja, wobei, also seine Pebbles, die ist schon, auch da sieht man das, ne? Das muss man auch sagen. Ja. Pebbles und Buschi, die Pebbles ist schon toll und wichtig auch für Buschi, ne? Ja, Das und wir wollen kriegen kurz ehrlich sein, also die so mit im Studio zu haben, wie er es jetzt gemacht hat. Da gehört schon was zu. Also da siehst du, der hat sich mehr als nur 1 Minute mit dem Hund beschäftigt und die vertraut ihm und das ist schon eine coole Nummer. Ja, ne, und das ist so. Das ist auch schön zu sehen, ne, dass er da jemanden jetzt, also in dem Fall die Pebbles noch an seiner Seite hat, mit der er irgendwie auch seinen Ausgleich findet und seine Stunden da im Wald unterwegs ist. Und ne, du kennst ja Buschi in seiner Energie, wie er dann unterwegs ist. Das ist schon irgendwie auch cool zu sehen, wie die beiden so als Tag-Team unterwegs sind. Genau, und ja, ansonsten ne, in Bezug auf so Trainer, das kannst du ja wahrscheinlich besser sagen, oder Hunde. Leute, da gibt es ja auch solche und solche. Ne? Da gibt es ja viele, die einfach Schindluder treiben und ne, sagen, ich bin Hundetrainer oder Trainerin und ja, you never know, so, ne? Wie bei allen Berufen wahrscheinlich. Ja, sehr cool. Jan, hast du schon mal jemals so lange über Suki gesprochen wie heute? Nee, noch nie, glaube ich. Aber schön. Über die kleine Maus. Hat mir sehr viel Freude bereitet, Jan. Vielen Dank, dass wir die Seite von dir hier kennenlernen durften, dass du ein bisschen was preisgegeben hast, den einen oder anderen Appell rausgehauen hast, den ich sehr, sehr wichtig finde, denn wir haben so ein bisschen, glaube ich, die Problematik, die Leute, die das jeden Tag machen, die haben nicht die Reichweite, als dass es gehört wird und dann braucht es ab und zu die Leute, die eine Reichweite haben. Und den Menschen zuhören und dann zufällig auch mal so einen Satz aufschnappen und irgendwie sagen, ja, ah, hat der gesagt, muss wichtig sein. Deswegen finde ich es ganz cool, dass gerade immer mehr Leute, die Reichweite haben, sich da ein bisschen positionieren und da was sagen. Und ich hoffe, dass wir da echt ein bisschen was bewegen können. Auch mit Top Dog, glaube ich, gehen wir in eine ganz gute Richtung. Hast du vorhin auch schon angeschnitten, sodass wir da auch ein bisschen Mehrwert für die Zuschauer liefern. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank an dich. Und auch nochmal jetzt an dieser Stelle, weil ich sage es ja immer nur in der Sendung, dass du eine sehr große Bereicherung bist für Top Dog und die Sendung, weil so wie du das machst und ne, mit dieser Art und dieser, ich sag mal, dieser Eingängigkeit und ne, auch das Eingehen eben auf all die Kandidaten und ihre Unterschiedlichkeiten, das finde ich ganz toll, weil also du hast einen schönen Blick von einer Ebene höher, sag ich mal, ne, wo der Tellerrand ist größer als vielleicht bei dem einen oder anderen, wo man das Gefühl hätte, da gibt es so eine Fahrlinie. So muss es sein. Und das finde ich immer sehr gut. Und es ist auch immer sehr schön zu sehen, wenn Buschi dich so festnageln will und so weiß, jetzt, ne, das, was ich sage, sag doch mal. Nee, geht nicht. Und das
Finde ich sehr schätzenswert und sehr toll. Das wollte ich dir an dieser Stelle auch nochmal sagen. Danke, vielen, vielen Dank. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Jahr Yes. und dann stehen wir beide oben und ich denke, Buschi wird unten meinen Job übernehmen. Alles andere, Wäre komisch. ja. Und Pebbles macht Interviews. Ah, schön. schön. Vielleicht Vielen machen die Dank. beiden das auch einfach alleine, wir werden Ja, das kann sehen. auch passieren. Wir sollen nicht zu viel reden. Jan, vielen, vielen Dank und dir noch einen Danke schönen dir. Abend. Selber. Ciao. Tschö.